BZ Newsroom. Bei mir ist Birte Hansen. Hallo. Hi. Birte beschäftigt sich heute mit einem Thema, was immer mal wieder diskutiert wird, das Hamelner Parkraumkonzept. Was ist denn da bisher diskutiert worden und was wird denn jetzt diskutiert? Vor einigen Monaten, im April, hatte die Stadt Hameln ein neues Parkraumkonzept eingeführt, sodass man in der Baustraße und in diesen ganzen Innenstadtbereichen nur noch eine halbe Stunde maximal parken durfte. Das hatte bei den Geschäftsleuten für ziemlich viel Unmut gesorgt. Die haben gesagt, das reicht vorne und hinten nicht. Dazu hat unser Kollege Jan-Philipp Hullmann ja auch mal ein ganz witziges Video gemacht und hat versucht, in einer halben Stunde irgendwas zu erledigen. Da hat sich die Stadt drauf eingelassen, auf diesen Unmut, sage ich mal, und ist dem Einzelhandel und den Kunden so ein bisschen entgegengekommen und hat gesagt, gut, dann erhöhen wir es jetzt wieder auf eine Stunde. Jetzt sorgen allerdings die Kosten für Ärger. 2 Euro soll das nämlich maximal kosten, wenn man da eine Stunde parkt. Und da sagen die Geschäftsleute jetzt wieder, das ist eigentlich viel zu teuer. Also, okay, also erst ging es um die Parkzeit, mittlerweile geht es um den Parkpreis. Wenn ihr da irgendwie eine Meinung zu habt, hat bestimmt jeder. Jeder muss mal irgendwas in der Innenstadt erledigen, muss da parken. Schreibt das gerne in die Kommentare und gebt uns ein Feedback. Und wir warten jetzt einfach ab, wie die Diskussion weitergeht. Heute Abend auf Thema im Rat. Genau, steht auf der Tagesordnung im Rat und da wird sicherlich nochmal diskutiert werden. Und weitere Infos lest ihr ja heute im Laufe des Tages bei uns online auf Birtes Twitter-Kanal und dann morgen in der Donnerstags-DWZ.